Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen hier bei GT Sport. Ja, die Manufacture Series geht in Saison 2, hier in 2019-2020. Ja, es ist das erste Rennen heute. Ich bin natürlich wieder mit Ford unterwegs, heute Ford Mustang. Und wir fahren in Tokio. Ich weiß noch gar nicht genau, wie der Teil... Ah ja, hier, Tokio Expressway, südlicher Außenring. 17 Runden insgesamt, extrem lang, auf jeden Fall wieder eine halbe Stunde Rennen. Ich starte hier von Platz 3, hat sehr gut funktioniert im Qualifying. Die Strecke liegt mir, man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht einschlägt in den Leitplanken. Ansonsten müsste das eigentlich hier ein ganz gutes Rennen werden. Schauen wir mal, ich freue mich. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück. GT Sport geht weiter. Saison 2, Runde 1 hier in Tokio auf dem Expressway, dem südlichen Außenring. Wir sind hier übrigens mit einem dreifachen Treibstoffverbrauch und einem zehnfachen Reifenverschleiß unterwegs. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob man durchfahren kann. Schauen wir mal. Auf der Pole Position ein Pole im Nissan GT-R. Auf der 2 ein deutscher Fahrer, ebenfalls im Nissan GT-R. Auf der 3 meine Wenigkeit im Ford Mustang. Sehr gute Ausgangssituation, wie ich finde. Auf der 4 ein Franzose im BMW M4. Auf der 5 haben wir einen Fahrer aus Dänemark im VW Scirocco. Auf der 6 haben wir einen deutschen Fahrer im Ford Mustang. Der zweite hier im Feld, genau. Auf der 7 ein deutscher Fahrer im VW Scirocco. Auf der 8 ein Finne im Porsche GT4. Auf der 9 ein Holländer im BMW M4. Und auf der 10 haben wir einen weiteren deutschen Fahrer im Porsche GT4. Auf der 11 haben wir einen Russen im Hyundai Genesis. Auf der 12 haben wir noch einen deutschen Fahrer, ebenfalls im Porsche GT4. Sind hier einige heute dabei. Auf der 13 ein Pole im VW Scirocco. Auf der 14 ein Engländer im Toyota 86. Auf der 15 ein Holländer im Audi TT Cup. Auf der 16 ein Spanier im Lexus RCF. Und auf der 17 ein Portugiese im Audi TT Cup. Und auf der 18 ein Russe im Mercedes AMG. Und auf der 19 haben wir noch einen deutschen Fahrer im Toyota 86. Und auf der 20 noch ein weiterer deutscher Fahrer, ebenfalls im BMW M4. Ja Leute, es geht los. Wir haben hier Reifenmischung, Pflicht, die harten. Also es gibt hier hart und mittel. Ich starte hier gleich auf den harten. Bin mal gespannt, wie weit ich da komme. Also wie schnell die abbauen werden, werden wir sehen. Ja, viel entscheidender ist, nicht irgendwo in die Wand zu fahren, weil es gibt hier definitiv Strafen. Okay, los geht's. Hier in Tokio. Also leichte Tuschierer machen nichts, aber es kostet halt Zeit. Das ist das Problem. Und das Coolste an der Strecke, finde ich, ist, dass die Boxengasse nicht auf Start und Ziel ist, sondern in diese Unterführung oder in diesem Parkhaus oder was es ist. Hat so seine Vorteile, finde ich. Also gerade im Qualifying war es klasse. Aber 17 Runden, es wird ein langes Rennen.
geht es ein bisschen herber zu wie hier. Muss nur gucken, dass mir dieser Pulk da nicht zu nahe kommt. Ja, ich vermute mal, dass die ersten zwei, dass die auf der mittleren Mischung unterwegs sind. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe lieber nachher hinten raus die mittlere oder die weichere Mischung von den beiden. Oh, da hat schon einer eine Strafe kassiert. Wahrscheinlich irgendwo eingeschlagen. Oh, beide. Das könnte ja interessant werden in der nächsten Runde. Das war der andere Mustang. Oh, die werden jetzt beide abgebremst, oder? Ich sehe nur nicht, wie viele Sekunden. Ja, das waren, glaube ich, 5. Ja, Wahnsinn. Doppelführung Ford Mustang, das gab es auch noch nie. Aber der hinter mir, der fährt mir fast den Kofferraum. Es ist cool zu bleiben, keine Fehler zu machen. Die Reifen werden jetzt schon rot, das ist ja Wahnsinn. Boah, das merkt man auch hier beim Anbremsen. Mal sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Also ich stelle jetzt schon fest nach 3 Runden, dass es keinesfalls reicht, ohne Boxenstopp durchzufahren. Sieht nicht danach aus. Ja, der andere Mustang, der sitzt mir hier im Kreuz. Ja, Runde 4. Erst muss ich sagen, von 17. Echt irre. Oh, ich merke schon, wie die Reifen nachlassen. Das ist Wahnsinn. Jetzt kommt natürlich der von hinten wieder, verdammt. Er hat halt jetzt den Vorteil vom Windschatten. Den ich hier leider nicht habe.
Ich hoffe, dass der fair fährt. Ist ja auch ein deutscher Fahrer. Dass wir hier nicht unfair in Aktion kommen und uns gegenseitig womöglich das Rennen kaputt machen. Das will ich definitiv auch nicht. Ja, Runde 5. Hat noch einer eine Strafe, könnte der Drittplatzierte sein. Ne, ist der Viertplatzierte. Ja, wenn es jetzt blöd läuft, holt er mich, der Mustang. So, mein Tank ein bisschen beobachten. Es ist noch gut halb voll. Wahnsinn, in den Kurven, da quietscht es nur noch, wenn man einlenkt. Aber wir kommen schon in die 6. Runde. Ungefähr ein Drittel haben wir. Boah, das war auch mega knapp. Ich sag ja, die Reifen, die sind jetzt schon fertig. Oh, hat der eine Strafe. Beziehungsweise hinter mir ist nicht mehr der Mustang, sondern der Nissan. Aber der hat eine Strafe. 3,5 Sekunden, wenn ich das richtig erkannt habe. Das wäre natürlich der Hammer. Ja, und der wird jetzt abgebremst. 4,5 sogar. Krass. Aber dahinter kommt gleich der Dritte, also wieder der Mustang. Ist mir egal. Ich konzentriere mich hier jetzt auf mein Rennen. Ja, kommt der Mustang wieder. Aber ich habe jetzt mal eine Sekunde Vorsprung ungefähr. Arg viel angebremst. Ein bisschen Zeit verloren. Rot sind sie, die Reifen. Keine Frage. Aber jetzt ist ungefähr ein halber Tank verbraucht. Ja, mal sehen. Wie ich das nachher mache mit dem Boxenstopp. Neue Reifen werden definitiv nötig sein. Ich schätze mal so ab Runde 10 vielleicht. Ah, jetzt ist er wieder näher gekommen. Das ist noch 6/10. Würde ich mit den Reifen erfahren, bis der Tank leer ist.
merkst auch an der letzten Kurve, ich kam da nicht mehr mit Vollgas durch, also nicht mehr komplett. Fängt gut an zu rutschen, aber funktioniert noch alles. Ich glaube, ich schlage mich ja ganz gut bis jetzt. Oh, da kam der Mustang ganz weit raus. Oh, da kommt der erste zur Box. Der erste GTR. Gelbe Flagge. Ah, vor mir. Kommen wir schon zum Überrunden, ist ja Wahnsinn. Ich wüsste nicht, wann ich zuletzt mal einen überrundet habe. Ist ja der Hammer. Den kleinen Fehler. Ah, der Mustang kommt zur Box. Ja, ich fahre erstmal weiter, Leute. Mal sehen, wie lange das noch geht oder gut geht. Ich hätte halt gern hinten raus die mittlere Mischung, also nicht die harten. Mal gucken, vielleicht haut es ja sogar hin. Ja, der hinter mir hat eine Strafe, das kommt mir auch zugute, was meinen Vorsprung angeht. Schneller, okay. Das auf diesen Reifen. Schauen wir mal, der andere Mustang, der vorhin hinter mir war, der ist jetzt auf dem 6. Er hat also, ja, 6 Plätze verloren. Ne, auf dem 8. ist er. Hat 6 Plätze verloren, so rum. Ich habe jetzt 12 Sekunden Vorsprung, ja, das sieht doch gut aus. Das muss ich jetzt auch ein bisschen beobachten. Wenn der Vorsprung anfängt zu schrumpfen, dann muss ich schleunigst zur Box. Dann würde es nämlich heißen, die anderen fahren deutlich schneller als ich. Hm.
Jetzt muss ich mal eben schauen, Leute. Seht ihr unten rechts? Die Kraftstoffanzeige. Er sagt jetzt hier noch für 3 Runden. Das heißt, ja, so in Runde 14 müsste ich allerspätestens rein. Und wenn ich es bis dahin schaffe, dann könnte ich nämlich die mittlere Mischung drauf machen. Aber ich habe jetzt schon 2 Sekunden verloren von meinem Vorsprung, was mir nicht gefällt. Darum entscheide ich jetzt kurzerhand, dass ich reinkomme. Und eben doch nochmal die harte Mischung nehme. Okay, noch ein bisschen tanken. Das müsste reichen. Ja, da wird das mal abgebremst hier. Aber ich glaube, das war ganz klug so, weil jetzt hätte ich noch mehr Zeit verloren mit meinen abgefahrenen Reifen. Jetzt habe ich natürlich 6 Sekunden Rückstand auf meinen Vordermann, aber ich weiß noch nicht, ob der schon an der Box war. Wenn er schon war, ist natürlich blöd für mich. Wenn 6 Sekunden aufholen, das wird schwierig. Schauen wir mal. Ja, vielleicht sogar eine Runde zu lange gewartet, aber bin mal gespannt, wie es aufgeht. Das Ganze hier. Aber der Unterschied ist der Hammer, wie schnell man plötzlich wieder durchkurven kann. Oder schneller. Wo ist denn der Mustang? Der ist auf 6. Ja. Bei dem wird es natürlich auch schwierig, wieder nach vorne zu kommen, aber ich glaube nicht, dass schon alle bei der Box waren. Einige auf jeden Fall. Wie gesagt, die Tankfüllung reicht bis Runde 14. Mal gucken, ob da noch welche reinkommen. Aber jetzt sind schon über 7 Sekunden Rückstand auf meinen Vordermann. Das ist echt irre. Irre viel, ja. Ich hoffe ja so sehr, dass der noch zur Box muss. Und dann fahre ich das Ding nach Hause. Die schnellste persönliche Rennrunde. Auch nice. Ich verstehe nicht, dass der so davon fahren kann. Also ich fahre jetzt ja auch nicht gerade langsam, vielleicht ein bisschen vorsichtig, aber eine 1,42er Runde ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber offensichtlich ist er schneller.
Ja, wir nähern uns Runde 14. Rückstand für mich jetzt zustande gekommen sind, das verstehe ich nicht. Und der Drittplatzierte hinter mir, der kommt näher. Das ist doch komisch, oder? Doch noch die mittlere Mischung drauf machen sollen vorhin. Aber die wäre nach ein paar Runden gleich eingebrochen. Aber der Erste, der kommt nicht zur Box. Sieht schlecht aus. So, und jetzt muss ich wieder Kampflinie fahren, weil der Porsche hinter mir sehr, sehr nahe gekommen ist. Das war jetzt aber nicht im Sinne des Erfinders. Das war jetzt blöd, definitiv. Kann ich froh sein, dass ich es noch abgebremst bekommen habe, sonst wäre ich da voll in der Wand gelandet. Ja, Runde 15. Aber der vor mir könnte auch nie so wegfahren, wenn der schlechte Reifen hätte. Also, der war definitiv schon an der Box. Oh, schon wieder, das gibt's doch nicht. Wahnsinn, jetzt sind es fast 10 Sekunden Rückstand. Das muss ich mir selber auch nochmal angucken, was ich da von der taktischen Seite her falsch gemacht habe. Die Hitchens können eine Runde eher reinkommen, aber viel mehr hätte ich glaube nicht machen können. Hängt der Porsche mir wenigstens nicht mehr an der Stoßstange. Oh, jetzt kommt er rein, ich fasse es nicht. In der vorletzten Runde, das gibt's ja nicht. Da ist er. Ha, wer hätte das gedacht? Na, er hat das mal taktisch klug gemacht. Mit 10 Sekunden Vorsprung bleibt man offensichtlich Erster. Verdammt, und ich hatte mal 12. Also, Fehler von mir bestätigt, ich hätte eine Runde eher reinkommen sollen, als ich noch die 12 Sekunden Vorsprung hatte. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen im Nachteil, weil der bessere Reifen hat, wahrscheinlich sogar die mittlere Mischung. Naja, schauen wir mal.
habe ich natürlich den Windschattenvorteil. Wenn der jetzt nicht gleich hier vollkommen wegfährt. Boah. Blinkt auch noch meine Tankanzeige, aber okay, das ist die letzte Runde. Oh, das war jetzt natürlich blöd. Da hängen geblieben bin. Ja, zweimal hängen geblieben. Tja, das wird leider nichts mit dem Sieg hier. Oh, der ist hängen geblieben, oder? Ja, aber leider hat er zu viel Vorsprung. Schade. Wow, was für ein spannendes und intensives Rennen. Ja, Leute, ich habe doch gewonnen. Der hat nämlich gerade eine Strafe bekommen, weil er nämlich nie die harte Mischung gefahren ist. Ist das krass? Auftakt, Rennen 1, Sieg Nummer 1. Wie geil ist das denn? Ich habe gerade gedacht, wieso steht mein Name da oben bei Platz 1? Boah, jetzt freue ich mich aber. Tierisch sogar. Boah. Ich fasse es ja nicht, es hat doch gereicht. Zwar nicht aus eigener Kraft, aber da muss der offensichtlich, weiß es auch nicht, ist er damit zweimal mit mittlerer Mischung gefahren. Weil der harte Reifen war einmal Pflicht. Ich mach mal die Kamera eben weg, dann seht ihr das besser. Also alle, die hier so eine 20-Sekunden-Strafe haben, die hatten offensichtlich nie die harte Reifenmischung drauf. Das ist ja Wahnsinn. Gigantisch. Das ist ja der Oberhammer. Boah, jetzt freue ich mich aber riesig. Das ist ja Wahnsinn. So, nochmal weg. Oh, seht euch an, Leute. So sollte jedes Rennen enden. Aber ich glaube, ich habe mich sehr gut geschlagen. Ja, so sehen definitiv Sieger aus. Und haltet euch fest, das habe ich noch gar nicht gezeigt, bevor das Rennen losging. Die Punkteausbeute, schaut mal hier, 30 Punkte. Als Sieger bekommt man hier 30 Punkte. Das ist doch irre. Also, wenn ich mich an die letzte Saison erinnere, da waren das 200-300. Also locker mal 300 für den Erstplatzierten. Ihr seht es auch hier. Platz 2 bekommt man nur 29 Punkte. 28 auf dem dritten und so weiter. Vielleicht haben die das jetzt geändert für diese Saison. Gut möglich. Gut möglich. Stand vielleicht irgendwo, aber ich habe es nicht mitbekommen. Ja, ich mache mich selber mal eben hier kurz nach oben. Ja, Leute, was für ein Rennen. 30 Punkte. Also für einen Sieg ist das echt zu wenig Punkte, finde ich. Da fehlt eine 0. Aber okay, wenn das für die restlichen Rennen auch so bleibt, dann passt es ja. Vielleicht haben die wirklich mal an dem Reglement was geändert mit den Punkten. Sehen wir beim nächsten Rennen. Ja, und es geht am Samstag weiter auf dem Nürburgring.
Die Grand Prix-Ausführung ist es hier, also nicht mit Nordschleife. Ich sehe hier leider noch nicht, wie viele Runden und so weiter. Wird sich zeigen. Aber ich freue mich natürlich sehr, Leute, dass ihr, wenn ihr das seht, bis zum Schluss dran geblieben seid. Und vor allem freue ich mich natürlich über den Sieg. Besseren Auftakt gibt es nicht. Aber genug der langen Worte. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer dürft ihr natürlich gerne einen Daumen oben da lassen. Einen netten Kommentar, wenn ihr möchtet, oder meinen Kanal abonnieren. Und dann dürft ihr natürlich auch gerne wieder reinschauen hier bei mir auf meinem Kanal, wenn es heißt GT Sport. Die Manufacture Series geht am Samstag weiter. Video wird am Sonntag online sein. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zocken. Eine gute Restwoche. Macht's gut. Ciao.